Pikachu, komm zu mir. Pika, Pika. Pikachu? Oh, verschwinde. Oh, ein perfektes Opfer für einen Streich. Was? Ist das Käse? Der Streich war ein Erfolg. Ich liebe Käse. Mein Streich wird noch viel besser sein. Ein Piranha! Ja, lauf! Was fällt dir ein? Meine Streiche sind viel besser als deine. Hey! Anton, beruhig dich! Noch ein Pokémon? Mit dem werde ich im Handumdrehen fertig. Anton! Ich hab's gefunden. Anton, schon wieder. Geh zurück in den Pokéball. Lass uns mit vereinten Kräften gegen den gemeinsamen Feind kämpfen. Ein elektrischer Knopf. Ich hab ihn auch. Na dann los. Heute werden wir uns die Angriffe und die Entwicklung von Fuego ansehen. Ich weiß alles über ihn. Ich kann ihn nicht leiden. Tausch die Pokebälle, ohne dass es jemand sieht. Schon wieder, Kevin. Gut, komm nach vorne. Darf ich vorstellen? Das ist Fuego. Ups, doch nicht. Ein Toaster? Ich verstehe das nicht. Da stimmt was nicht. Ich werde dir trotzdem eine 6 geben. Ich bringe das schon in Ordnung. Und zwar sofort. Ich habe ein anderes Pokémon. Du wirst dich noch wundern. Diesmal wird es klappen. Los, Anton! Feuerattacke! Verfehlt! Wo ist Anton? Gib her! Fuego, geh in den Pokéball! Nimm das und lerne, dein Pokémon zu kontrollieren. Du bekommst deine 6. Das ist ungerecht. Der Streich hat funktioniert. Die Pause macht immer Spaß, wenn man Schleim hat. Irgendwas stimmt mit dem Sitz nicht. Ich hätte fast den Pokéball gegessen. Was gibt's zum Mittagessen? Oh, Nudeln. Bei 3 fällst du in Trance. Geschafft! Was ist los mit mir? Kakerlaken! Das esse ich auf keinen Fall. Sehr gut. Anton, komm raus. Trainer, was ist los? Kopf hoch. Du hast recht. Ich werde einen Apfel essen. Der Pokéball ist hier. Oh. Hi. Schau mal. Ich habe Käse. Oh nein. Eure Streiche klappen diesmal nicht. Anton! Nimm das. Warte. Anton! Nein! Sehr schön gemacht. Das ging schief. Pika! Hier ist ein wertvoller Pokéball mit Anton drin. Ich habe immer Superkleber dabei. Ich trage mehr auf. Erledigt. Bereit? Es geht los. Ja, ich bin bereit. Magst du Süßigkeiten? 1, 2, 3. Überraschung. Was? Hier schon wieder? Das nervt langsam. Los, Anton. Ich kann den Pokéball nicht öffnen. Es funktioniert nicht. Das lasse ich nicht durchgehen. Niemals. 911? Kommt sofort! Wir sind ein Dream Team. Da seid ihr ja. Ich hab euch erwischt. Das werden wir ja sehen. Nicht! Wednesday! Das geht jetzt zu weit. Ich will deine Eltern sehen. Mr. und Mrs. Adams. Ihre Tochter wollte mit Hilfe unseres Mitarbeiters einen Kamin anzünden.
Das war die letzte Verwarnung. Ich schmeiße sie von der Schule Nevermore. Raus hier! Wednesday, du wirst die normale Schule lieben. Auch hier werden dich alle hassen. Alle sind so bunt angezogen. Siehst du? Ich hab's dir gesagt. Halt! Hier, das ist unser Familienamulett. Es ist für dich. Viel Glück, Gewitterwölkchen. Wir sind so stolz auf dich, Spooky. Bye. Heute ist Mittwoch. Wednesday, unsere neue Schülerin. Hey, die ist ja cool. Setz dich, wie alle anderen Schüler auch. Na los. Hey, hast du keinen Platz zum Sitzen? Ich werde mich woanders hinsetzen. Sehr schön. Lasst uns mit dem Test weitermachen. Die Arme. Brauchst du einen Stift? Stifte sind für Amateure. Profis benutzen Schreibmaschinen. Wow, die ist so retro. Eure Zeit ist um. Gebt mir eure Papiere. Ich hab's geschafft. Ja, du hast recht. Hier ist deine Hälfte. Ich hoffe, du genießt deine Zeit hier. Für dich wie zu Hause. Hey, Mitbewohnerin! Umarmung! Stopp! Du hast deinen Rucksack fallen lassen. Danke, aber fass meine Sachen nicht an. Und, wie gefällt dir unser Zimmer? Ist das nicht schön? Ja, gleich wird es schön sein, wenn ich es umgestaltet habe. Geh nicht auf meine Hälfte. Na gut. Liebes Tagebuch, heute ist mein erster Schultag. Oh, warum ist das so laut? Okay, du bist frei. Du kannst nach Hause gehen. Hier sind deine Sachen. Oh, ich werde dich vermissen. Meine Mitbewohnerin muss ihre Nasenscheidewand untersuchen lassen. Was? Das habe ich nicht geschrieben. Wer ist da? Eiskaltes Händchen. Hey, wie geht's dir? Ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich muss meine Arbeit beenden. Wednesday, da hast du eine Hand. Nicht nur eine Hand. Die Hand gehört zur Familie. Erika, das ist eiskaltes Händchen. Hi. Das ist meine Mitbewohnerin Erika. Wir haben jetzt Unterricht. Bye, Dornröschen. Oh, da ist sie. Hey. Oh, diese Teenager. Sie kann nicht widerstehen. Oh, Gregory. Also, wollen wir anfangen? Wer es glaubt? Oh Mann, was ist das? Wag es ja nicht, mein eiskaltes Händchen auf den Boden zu werfen. Was hat sie denn für ein Problem? Hilfe! Oh, die Arme war wohl von meinem Aussehen überwältigt. Das passiert jedes Mal. Ich habe eine Überraschung für euch. Ein Test. Oh, warum? Darf ich von dir abschreiben? Ich habe auch keine Ahnung. Wednesday, kennst du die Antworten? Würdest du mir helfen? Nein. Eiskaltes Händchen? Nicht schummeln.
Was ist das? Warum kitzelt das so? Hilfe! Mach es weg! Cool, jetzt können wir schummeln. Danke, Wednesday. Was? Oh, du bist ein hoffnungsloser Fall. Wenn du meine Liebe zurückweist, habe ich das für dich auf Lager. Oh, wie süß. Wenigstens hat einer an dieser Schule einen guten Geschmack. Was für eine Überraschung. Ja, ich weiß. Heiliger Horror, das ist ein Albtraum. Was ist das? Wer hat das denn in meinen Spind gelegt? Okay, Wednesday. Ich werde auch mit etwas Ekligem antworten. Eklig für dich. Ha, das geschieht dir recht. Heilige Pflanzen, was für ein Albtraum. Greg! Oh, hör auf! Nein, bitte! Ich bin eine schlechte Pinata! Wednesday, es wird nicht wieder vorkommen! Oh, eine Pinata! Wednesday, dein Licht stört! Könntest du die Lampe ausschalten? Nein! Wie nett von dir, eiskaltes Händchen. Träum süß. Hörst du bitte auf? Klar. Oh, endlich. Eiskaltes Händchen, hab schreckliche Träume. Wednesday, ich komm zu dir zurück. Oh, was ist das? Eine Art Challenge oder was? Nein, nein, nein! Doch, doch, doch! Das Wetter ist heute perfekt zum Fliegen. Wednesday, der Ball findet heute statt. Das wird der Wahnsinn! Willst du mit mir hingehen? Bitte! Diese Idee gefällt mir gar nicht. Aber... ich bin gespannt darauf zu sehen, wie sich all die anderen Teenager auf der Tanzfläche blamieren. Wie findest du es? Sag schon. Langweilig. Bin gleich wieder da. Zeit für ein paar Spezialeffekte. Fangt an! Amüsiert das Publikum! Spinnen! Oh, es leuchtet. Gutes Timing. DJ, du musst gehen. Zeit für etwas Live-Musik. Dieser Track ist so cool. Wednesday, komm zu uns auf die Tanzfläche. Nein, komm schon. Ein Ball ist kein Ball, wenn du nicht tanzt. Ich bin keine gute Tänzerin. Das glaube ich dir nicht. Los, beweg dich! Okay. Bravo, Wednesday! Keine Umarmung. Du kannst echt gut tanzen. Ich erkläre die jährliche Zeremonie der Schulkönigin für eröffnet. Wow! Hier sind unsere Kandidatinnen. Macht mal Lärm! Ich mag das blonde Mädchen. Und? Wollt ihr die Gewinnerin erfahren? Der Umschlag muss hier sein. Oh, da ist er ja. Und die Schulkönigin in diesem Jahr ist... Wednesday! Wednesday, du hast gewonnen! Du bist unsere Königin! Geh auf die Bühne! Wednesday! Was? Das ist ungerecht! Wo ist die Krone? Oh! Gib sie zurück! Ich hab gewonnen! Sie werden sie in Stücke reißen! Mir reicht es! Guckt euch!
Begrüßt eure neue Königin. Das ist meine Mitbewohnerin. Du bist erledigt, Wednesday. Bist du sicher? Pass auf! Ah, lauft! Komm schon! Los, Blue! Guter Junge! Na also, der Köder hat gewirkt. Du kannst Wasser leben. Du wirst vor Elektrizität glühen. Halt! Hab ich dir nicht gesagt, dass du das an meiner Schule nicht machen sollst? Das geht zu weit. In mein Büro. Los! Wednesday Adams, du fliegst von der Schule. Mir doch egal. Das ist nicht mein erstes Mal. Zeit, sich zu verabschieden. Oh, Wednesday, geh nicht weg. Wir werden dich vermissen. Stopp! Sie mag keine Umarmungen. Schon gut. Oh, ihr. Oh, Wednesday! Unser kleiner Rabe hat endlich Freunde gefunden. Wir wussten es. Oh, erinnerst du dich an diese Geschichte? Du bist genau wie die echte Wednesday. Ich fass es nicht. Danke, dass du mich gerettet hast. Zeit für einen Freundschaftstanz. Mach mir nach. Ich gebe mein Bestes. Was sagst du? Naja. Und was machen wir jetzt? Wie kann ich so cool werden wie du? Okay, ich werde dich in Wednesday verwandeln. Eiskaltes Händchen. Ich bin hier. Wer braucht Hilfe? Keine Panik. Das Händchen wird dir helfen. Gruselig. Keine Sorge. Eiskaltes Händchen weiß, was er tut. Er ist der Einzige, dem ich mein Make-up anvertraue, wie meine Mom. Schon besser. Dann wollen wir dich mal aufhübschen. Eiskaltes Händchen, schnapp dir einen Pinsel. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Es reicht. Lippenstift. Beeil dich. Eine perfekte Grundierung. Ich wusste, dass sie zu dir passt. Eiskaltes Händchen. Super gemacht. Warte. Wozu brauchst du eine Tasche? Das wirst du gleich sehen. Mach das nie wieder. Leg dich nicht so auf. Sieh doch. Meine Haare sehen genauso aus wie deine. Klar. Jetzt sehen wir uns die Klamotten an. Es gibt eine Menge Sachen. Interessant. Was sind das denn für schreckliche Lumpen? Komm mit. Ich habe etwas für dich. Probier das an. Ein Puppenkleid? Das passt mir wie angegossen. Ich liebe es. Wie sehe ich aus? Lass uns an deiner Mimik arbeiten. Entspann dein Gesicht. Neige deinen Kopf nach unten. Und runzle die Stirn. Nein. Nochmal. Hat es geklappt? Gib mir dein Smartphone. Hey, Greg. Rufst du meinen Ex an? Ich bin verrückt nach dir. Was? Wie kannst du es wagen? Genau diesen Blick wollte ich sehen. Ich wollte niemanden anrufen. Du hast mich erschreckt. Ich bin eine gute Lehrerin. Jetzt machen wir einen Test. Wie viel weißt du über Wednesday? Kätzchen oder Raben? Was magst du lieber? Entscheide dich. Ganz klar, Kätzchen. Keine Kätzchen. Überleg. Raben? Sehr gut. Die nächste Frage. Ein hübscher Palast oder ein gruseliges Schloss? Das ist kompliziert. Ein Schloss. Richtig. Ja. Die letzte Frage. Was willst du? Eine Schreibmaschine oder ein Laptop? Ich habe keine Ahnung. 3, 2,
Ich entscheide mich für eine Schreibmaschine. Das ist die richtige Wahl. Yay! Glückwunsch! Du bist soweit. Komm mit! Wir zeigen ihnen, wer der Chef ist. Was? Gibt es zwei von ihnen? Werden Wednesdays in Massenproduktion hergestellt oder was? Oh nein! Komm mit! Komm zurück! Er wird so schnell nicht wiederkommen. Bye, Ex! Ich wünsche dir einen guten Flug! Jetzt bist du dran. Endlich! Sky, setz dich! Was ist denn hier los? Wozu brauche ich einen Helm? Ohne macht es nicht so viel Spaß. Der Stift funktioniert nicht. Kannst du mir einen Stift leihen? Klar, hier. Du kannst ihn behalten. Danke. Was ist das für ein Geräusch? Cool. Sehr gut. Nimm das. Du hast es verdient. Noch ein Angriff. Stopp. Ich gebe euch keine Sechsen mehr.